Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal wieder ein reines PS5-Spiel. Sir Lovelot, das scheint auch was kleiner zu sein. Aber wir wollen mal rein und uns das angucken. Ich werde das mit einer sehr hohen Bitrate aufnehmen. Ich werde kein Intro, kein Outro dazu machen oder irgendwie das Video bearbeiten. Ich lade das so, wie ich es aufnehme, mit einer sehr hohen Bitrate hoch bei YouTube. YouTube rendert das sowieso nochmal. Und ja, in der Hoffnung, damit halt wenig Verlust ist. Aber laut! Lass mal so. Das war mir jetzt zu laut. Mal die Geräusche over drunter. Ist ein bisschen undurchsichtig, dass man halt nicht sieht, ob man es angeklickt hat, weil es nur immer kurz vibriert. Oh, das war auch wieder so ein. Also im Prinzip geht es darum, irgendwas zu finden, was die Madame will, um Liebe zu machen. Also notgeiler Ritter. Was? Noch eine Trophäe. Ach so, untreu ist er auch noch. Die will eine Blume. Oh, was haben wir denn hier? Eine goldene Gans. Okay. Dann müssen wir nochmal das erste Mal. Hier ist ohne Gans irgendwo versteckt. Zweimal besser. Okay. Ups. Jetzt gucken wir mal. Also Platin hat's, denke ich mal, wenn wir hier schon so viele Trophäen kriegen. Müsste man dann halt mal gucken, wie lange das dauert, um Platin zu bekommen. Es hat Platin. Ich habe schon eine goldene, eine, zwei silberne und zwei bronze Trophäen. Also 5 von 21 Trophäen habe ich schon. Habe gerade mal ein paar Minuten gespielt. Aber meistens sind die Spiele, wo man am Anfang so viele kriegt, danach
Okay, ich habe noch eine Trophäe gekriegt. Die sind dann danach dann immer so scheiße. Ach, das ist scheiße. Mist. Durchkommen. Oh, fuck. Oh, leck mich doch. Wieso komme ich jetzt nicht mehr durch? Muss man wirklich dieses Stück dazwischen... Da ist er. Da ist die Blume. Wo sollen da eine Gans sein? Zwei Gänse! Okay, also die ersten Level waren nur zum Anfüttern.
Ah, fuck. Oha. Dreie. Oh, leck mich, wollt ihr mich verarschen? Mit eins machen wir noch, aber dann ist wirklich Schluss. Hier ist keine Gans, warum ist da keine Gans? Oh, leck mich doch am Arsch. Ey, eben komme ich die ganze Zeit rüber. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ist doch nicht. Ich wollte gerade an ihm vorbei. So, nee, dann würde ich sagen, das wartet auch. Ein Spiel wird in Oldschool gehalten, ist schön verpixelt. Einige von euch mögen das. Ich feiere es mal, aber halt auf Dauer ist es halt auch nicht meins. Es ist aber scheiße schwer. Und wer auf Jump'n'Run spielt und wie heißt denn das mit diesem Kleen, was so schwer war, was wir für Plus dann auch gekriegt haben. Ich komme hier auf einen Namen. Ich hab so ein scheiß Namensgedächtnis, wo du auch halt viel hüpfen musst und dann links, rechts und sowas alle mit den Stacheln, mit diesem schwarzen Viech, ey. Ich komme hier auf einen Namen, Leute, sorry, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich, hoffe ich. Ich werde es versuchen, in die Beschreibung zu schreiben, damit ihr einen Link zum Spiel, damit ihr wisst, welche ich meine. Es macht Spaß, bis zu einem gewissen Grad. Dann wird es immer schwerer, kackenschwer. Und es wird hier garantiert noch mehr. Also wer eine Herausforderung sucht, für den ist es bestimmt was. Aber ich mache jetzt hier Schluss. Ich wollte es euch nur kurz vorstellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi. Das sagt euer Odin.